ich habe auch relativ früh angefangen, Geschichten zu schreiben, so wie es wahrscheinlich die meisten Schriftsteller machen. Und habe vor allem auch in der Schule Hausübungen, Aufsätze eigentlich immer Überlänge geschrieben. Da, wo die meisten Leute gejammert haben, hat es mir nicht genug sein können. Wie man hier sieht, ist das eigentlich ein wunderbarer Fleck Erde. Und das hat auch der Verlag, hat ein Zitat herausgenommen aus dem Buch: Hätte der liebe Gott einen perfekten Platz zum Leben geschaffen, Berchtesdorf wäre dabei herausgekommen. Das ist jetzt natürlich verkürzt, weil es kommt im Buch danach ein großes Aber. Es ist eine ganz, ganz eigenartige Mischung hier in Berchtesdorf, einfach aus Großstadt und Land, die wahnsinnig schwer zu beschreiben ist, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ich glaube, dass die Leute hier einfach noch näher an der Natur trotz allem dran sind. Also mir war relativ früh klar, dass ich irgendwas mit Schreiben machen will. Der ursprüngliche Wunsch war, immer Journalist zu werden. Dann 2015 bin ich dann aus dem Journalismus ausgestiegen, weil ich wollte einfach aus diesem Hamsterrad raus. Es ist immer schneller geworden, es hat mit Journalismus immer weniger zu tun gehabt und habe dann einen alten Krimi-Roman von mir hervorgezogen, habe den mal überarbeitet und dann weitergeschrieben an diesen Geschichten, und aus dem ist dann Tod in Berchtesdorf geworden. Das Glück ist halt, ich kenne den Ort natürlich sehr gut, nachdem ich da aufgewachsen bin. Und wenn ich irgendwas Genaues brauche, dann komme ich halt her und schaue mir die Sachen genauer an und fotografiere sie und habe es dann am Handy und kann mir dann überlegen, was genau wie wo passiert. Ich habe einen ganzen Blog voll nur mit Ideen, mit möglichst kuriosen Tötungsarten. In dem Krimi stehen grundsätzlich, er ist sehr humorvoll. Es geht nicht um Ernsthaftigkeit, sondern er soll die Leser unterhalten. Sie sollen sich wohlfühlen hier in diesem Setting, was jetzt gar nicht so schwer ist. Es ist viel Witz dabei. Es ist einiges ab dem zweiten Teil dann vor allem an Gesellschaftskritik auch dabei. Also ich glaube schon, ich habe zumindest das Feedback bekommen, vor allem auch von Lesern aus Deutschland, die mir dann wirklich geschrieben haben und gemeint haben, war super und ich würde gerne mal daherkommen. Also ich glaube, dass das relativ lebendig beschrieben ist und gut und so, dass es für den Ort auch eine Werbung ist. Das hier, ich meine, auch wenn man dann die Bilder dazu sieht, es ist unfassbar schön einfach. Es ist wahrscheinlich so, wie einige Tiroler ihre Berge sehr, sehr hoch schätzen, und wo wir gerne hinüberfahren und das anschauen, gibt es halt hier Weinberge und eine Landschaft, die es sonst so vielleicht noch in der südlichen Steiermark gibt, aber sonst eher weniger. Also es ist auf jeden Fall einen Besuch wert.